Für alle, die lange auf ein Wandervideo von mir gewartet haben, hier kommt es. Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also, was hat mich bewogen, mal wieder die Wanderschuhe anzuziehen? Ganz einfach, ist Herbst. Nee, also, ja, Herbst ist tatsächlich meine Lieblingswanderzeit, Wanderjahreszeit. Und ja, dieses Jahr wurde bei uns in Mahl, beziehungsweise Mahl und Erkenschwick, wenn man so möchte, ein neuer Wanderweg eröffnet, beziehungsweise, ja, so neu ist er nicht, aber er wurde halt neu gestaltet. Und da bin ich letztens mal ein Stückchen mit dem Fahrrad drüber gefahren. Hat mir ganz gut gefallen. Und deshalb habe ich beschlossen, ich werde den mal gehen. Ja, heute soll das Wetter schöner werden als morgen am Sonntag. Deshalb bin ich jetzt los. Bin mal gespannt. Also die Waldpassage, weiß ich nicht, Waldpassage Hart oder Hohe Mark? Müsste ich jetzt lügen. Egal. Ja, ich habe beschlossen, ich gehe zu Hause los. Sind, glaube ich, von mir aus so 4 Kilometer. Ja. Egal. Ja, ich lasse mich eh mal überraschen. Ist jetzt dann heute meine erste Wanderung seit langem, die mal wieder über 20 Kilometer geht. Sonst bin ich ja mehr Fahrrad gefahren. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es mir so eher geht. Ihr werdet es nachher sehen. Ja, ich laufe jetzt hier erstmal ein Stück an den Gleisen lang, Richtung Mahlsinsen. Und in Mahlsinsen startet dann die Waldpromenade, Waldpassage. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht. Werden wir aber sehen, da gibt es Wanderschilder. Ja, hier an der Stelle habe ich jetzt die Gleise unterquert, sind wir auf der anderen Seite der Gleise. Das ist übrigens die Bahnlinie, wenn man so will, von Essen nach Münster oder nach Haltern, je nachdem, wie man sehen will. Aber hier bin ich schon ewig nicht mehr lang gegangen. Ja, gut zugewachsen hier. Ich habe schon lange keinen Baum mehr im Weg liegen gehabt. Thank you.
Wow. Ja. Ist halt ein enger Pfad. Aber macht Spaß. Ja, die Waldpassage ist im Übrigen auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Und zwar könnt ihr bis zum Bahnhof Malsinsen fahren. Und dann folgt ihr einfach den orangenen Zuwegschildern zum Hohe Marksteig. Weil der Hohe Marksteig führt über die Waldpassage. Waldpromenade. Mein Gott, ich schmeiße immer Passage und Promenade durcheinander. Egal. Auf jeden Fall einfach den Schildern folgen. Ich schätze mal einen Kilometer oder so ist es. Vielleicht auch anderthalb. Und dann seid ihr am Einstieg zur Waldpassage. Ja. Nein, nicht Passage, Promenade. Gott. Ja, man ist im Übrigen dabei, die Hart bzw. die Hohe Mark an sich touristisch besser zu erschließen. Beziehungsweise die Hart war ja eigentlich immer schon, also solange ich denken kann auf jeden Fall und auch schon viel früher, Naherholungsgebiet. Einmal für die Leute aus Haltern mal. Erkenschwick, Recklinghausen, also hier die Gegend direkt. Aber auch immer mehr aus dem ganzen Ruhrgebiet kommen die Leute zum Spazieren hierher. Und ja, die Wege, die waren halt zwar seitdem der Sauerländische Gebirgsverein Wege markiert, hier in der Gegend auch schon markiert. Allerdings sind die Markierungen des Sauerländischen Gebirgsvereins für den, ich sag jetzt mal, nicht böse gemeint, einfachen Spaziergänger ja, ein bisschen schwer zu durchschauen, wie das ganze System funktioniert. Und ohne Wanderkarte dann auch ein bisschen schwierig. Ja, und ich denke mal, das ist so mit ein Grund, warum man sagt, man markiert hier nochmal, so wie hier, die beiden Heidbergwege. Ich denke mal, es geht hier um den, hier gibt es auch das Forsthaus Heidberg. Ich weiß nicht, wird wahrscheinlich der blaue und der rote Weg, werden wahrscheinlich unterschiedliche Längen haben oder Schwierigkeitsgrade. Ja. Und da vorne bin ich dann endlich am Einstieg. Ja, und da hinten die geschnitzten Figuren, die zeigen an, dass wir uns mehr oder weniger am Einstieg befinden. Hier gibt es dann auch noch direkt einen Parkplatz, einen ziemlich großen Wanderparkplatz. Und wie gesagt, vom Bahnhof aus ist es nicht weit. Links wird es nach Haltern gehen, rechts nach Mahl. Dann kommt auch gleich eine Kreuzung. Und dann an der wird es dann links nach Erkenschwick gehen. Aha. Hier kann man die beiden Rundwege mal auf einen Blick sehen. Also der orangene 4,3 und der blaue 10,7 Kilometer. Glaube, die könnte ich mir mal anschauen. Irgendwann mal. Ja, und auch für Mountainbiker versucht man hier einiges zu tun. Hier wurde, ich glaube, das war auch in diesem Jahr oder Ende letzten Jahres, Hard on Tour, also die Mountainbike-Strecke eröffnet. Mein Gott, hat mich gerade der Hund erschreckt. Ich wusste gar nicht, wo der herkam.
Der fand das nicht so lustig, dass ich mit der Kamera durch die Gegend laufe. Ja, gleich hört man ihn wahrscheinlich wieder. Ich bin nämlich noch in der Nähe. Ich weiß nicht, von wem die Kunstwerke hier sind. Ah, da vorne ist ein Schild dran. Da kann ich ja mal gucken. Für die Leute, die es interessiert. Und Waldpromenade. Carsten Merken Promenade. Ja, die Waldpromenade, die geht hier am sogenannten Hart-Grenzweg. Nicht Harz, sondern Hart. Das ist hier das Waldgebiet. So. Und für die Leute, die wissen wollen, wer hier für die Kunstwerke verantwortlich ist, Georg Maurus. Ich finde die schon ganz schick gemacht. So, jetzt geht's los. Also es sind aber ziemlich unterschiedliche Angaben. In der Zeitung habe ich gelesen 5,5 Kilometer, da steht 7,5. Naja, egal. So, ich hatte ja gesagt, den orangenen Hohe Marksteig-Schildern könnt ihr folgen. Das sind die da. Die kann man vom Bahnhof aus schon finden. Wenn einfach hinterherlaufen, dann kommt man hier hin. Ja, die Waldpromenade führt über den Hart-Grenzweg, wie ich vorhin schon sagte, zwischen Mahl und Oer-Erkenschwick. Und die Hart, kann man sagen, begrenzt das Ruhrgebiet im Norden oder ist der Übergang vom Ruhrgebiet ins Münsterland, wenn man so möchte. Ist ein ziemlich großes Waldgebiet und gehört zur Hohen Mark, dem, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, größten Wald, zusammenhängenden Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen. Ja, hier gibt es auch immer mal wieder Schilder zu irgendwelchen Bäumen, wo man dann auch mal sehen kann, okay, das hier ist eine Roteiche zum Beispiel. Okay, wer sie gepflanzt hat auch, aber ob das so das Wichtigste ist. So, hier sollte eine Eiche gepflanzt worden sein. Ich sehe sie hier gar nicht. Aber das Schild ist abgebrochen. Also wer weiß, wo jetzt die Eiche wirklich steht. Weil hier sehe ich jetzt gerade nur Buchen. Ein bisschen Ahorn, aber keine Eiche. Ah, da vorne kommen Eichen. Ja, überall gibt es hier verschiedene Stellen, wo man sich hier zum Beispiel über den Hirschkäfer informieren kann oder warum an manchen Stellen zum Beispiel auch so eine Wurzel liegen bleibt im Wald, eben damit verschiedene Insekten
die Möglichkeit haben, sich ein Zuhause zu bauen. Ja, und obwohl wir uns jetzt hier nur in Anführungsstrichen am Waldrand befinden, ist es hier auch schon verdammt ruhig. Mann, okay, jetzt am Samstagmorgen ist jetzt natürlich auch noch nicht so viel los, aber so samstags oder sonntags nachmittags bei schönem Wetter, man kann natürlich auch mal voll werden. Deswegen habe ich mir, glaube ich, wirklich eine gute Zeit ausgesucht. Ja, hier rechts von mir, für euch links, geht dann auch direkt noch ein Reiterweg lang. Also hier in der Gegend gibt es auch ziemlich viele Reiterhöfe. Und zumindest entlang der großen Wege, der Forststraßen, gibt es hier viele Reitwege. Und auch dadurch, dass die Hart sehr sandig ist, gibt es hier natürlich vorkommend, sage ich jetzt mal so, auch ziemlich viele richtige Reitwege, reine Reitwege, wo Fußgänger eigentlich auch nichts zu suchen haben. Deshalb ist die Gegend hier nicht nur für Wanderer beliebt, auch für Reiter, für Mountainbiker, aber auch für normale Fahrradfahrer. Ja, hier gibt es an verschiedenen Stellen so Infopunkte mit QR-Codes, die man dann abscannen kann, wo man dann Audio-Files mit Erklärungen bekommt. Hier geht es um die Elster. Ja, hier gibt es einen Aussichtsturm. Und oberhalb von mir ist ein Windrad, was sich gerade dreht. Ja, ist ja immer schön, wenn so ein Aussichtsturm gebaut wird. Aber hier gibt es nicht ein Schild, warum dieser Turm hier steht. Weil so eine tolle Aussicht ist es nicht. Ich nehm's zurück. Ja, okay, mit der Erklärung macht der Turm tatsächlich Sinn. Da geht es um Wildkontrolle und Jagd und dass manches Wild tatsächlich nur vom Hochsitz aus zu sehen ist. Und da Hochsitze ja eine jagdliche Einrichtung sind, dürfen sie ja nicht betreten werden. Und auf dem Turm will man den Leuten halt mal einen Blick bieten, wie sie einen Jäger haben würde beim Ansitz. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Also gibt einmal hier die einfache Strecke von 5,5 Kilometer. Und dann gibt es noch eine barrierearme Runde der Waldpromenade. Das ist dann diese, ist das braun oder Oliv, Aubergine, nicht Oliv. Und auf der Karte hier kann man die ganzen, ich sag jetzt mal, 9 Wanderwege erkennen in der Art. Die muss ich mir mal in Ruhe angucken. Ja, da kommen die nächsten Holzskulpturen
und ein schöner Aussichtspunkt. Aber was gibt zu sehen? Auch nicht allzu viel. Das da hinten müsste noch Sinsen sein. Ja, und dann, was da hinten im Dunst noch ist, kann ich nicht so wirklich erkennen. Und der nächste Reiterhof. Ja, ich sollte laut Navi so um und bei die Hälfte rum haben. Ich habe auch gerade Pause gemacht, ein paar Müsli-Riegel gefuttert. Ja, jetzt sind wir fast am Ende der Waldpromenade. Ich gehe dann jetzt noch hoch auf den Stimmberg, den höchsten Punkt der Hart. Und dann wieder nach Hause, aber auf einem anderen Weg. Schauen wir mal. Ich denke mal, der Rückweg, da müsste ich kleinere Wege geplant haben. Also da dürfte dann auch nicht so viel los sein. Hoffe ich mal. Also ich bin immer noch auf dem Hartgrenzweg unterwegs. Ich umrunde jetzt erstmal den Stimmberg, bevor ich da hochgehe. So, die Asener Straße markiert dann den Umkehrpunkt. Jetzt geht es also nach Hause. Aber es sind noch 12 Kilometer oder so. Ja, eine gesperrte Straße mit Leitplanken rechts und links mitten im Wald. Er lässt natürlich ein Geheimnis vermuten. Und ja, irgendwas muss hier sein. Man hört immer mal wieder davon, irgendwelche Raketensilos oder Bunker. Ich weiß es nicht genau. Oder Radaranlage. Man unten am Parkplatz stand noch für alle Fahrzeuge außer Bundeswehr gesperrt. Also interessant ist es schon. Irgendwas muss hier sein. Jetzt kommen wir hier zu den sogenannten Teufelsteinen. Und zwar ist das hier alles Sandstein. Dieses Gebiet hier war irgendwann mal Meer. Und die Hart ist im Prinzip ein großer Sandhügel. Der Stimmberg hier ist ein großer Sandhügel. Und ja, hier oben am Gipfel oder kurz unterm Gipfel kann man das ganz gut sehen hier. Ich war schon mal hier. Auch schon ein bisschen mehr. Wow. Ja, hier in der Gegend wird auch ziemlich viel Sand abgebaut. Hier dieser gelbe Sand, aber auch Quarzsand. Die Silberseen bei Haltern, das sind Quarzsandseen, wenn man so will. Ja, schon spannend. Ja, von dieser Antenne wird behauptet, das wäre eine Radaranlage.
Okay, das ist sie definitiv nicht. Aber es ist eine große Antenne. Eigentlich ist das Richtfunk. Keine Ahnung. So viel Ahnung habe ich dann auch nicht. Ja, hier oben am Stimmberggipfel war ich noch nie. Aber ist auch nicht allzu interessant hier. Ja, dieses Kreuz im Boden soll, denke ich mal, das Gipfelkreuz darstellen. Und da vorne ist das berühmte pinke Tor. Keine Ahnung, wo das soll. Den Stimmberggipfel lassen wir jetzt hinter uns. Steigen mal langsam ab. Zur Richtung Halterner Straße. Und dann Halterner Straße. Da habe ich, glaube ich, mal die Hälfte vom Rückweg oder so. Schauen wir mal. Wir kommen gleich, glaube ich, noch am Feuerwachturm am Farnberg vorbei, aber da gehe ich jetzt heute nicht mehr hoch. Irgendwie zieht sich dazu. Ich will sehen, dass ich nach Hause komme. Ja, hier kann man das ganz gut sehen. Alles Sand. Ja, so lobe ich mir das. So kleine Wege habe ich mir ausgesucht. Ich hoffe mal, dass das wirklich alles so kleine Wege sind. Aber so wollte ich es haben. Ja, auf so einem ähnlichen Pfad wie diesen hier, aber der war damals, glaube ich, noch ein bisschen enger. Da ist mir mal ein Wildschwein über den Weg gerannt, hier in der Gegend. Ja, da stand aber rechts und links der Farn noch näher am Weg heran. Und ja, die Wildsau hat sich genauso erschrocken wie ich. Quiekend weggerannt. Ja, überall sieht man hier Leute mit Körben in den Pilze. Nur leider habe ich da keine Ahnung von. Ja, hier in der Ecke der Hart kann man sich auch ziemlich schnell verlaufen, wenn man sich nicht wirklich auskennt. Oder kein Navi dabei hat. Weil es gibt hier jede Menge kleine Wege, kreuz und quer, rechts, links. Kann schon verwirrend sein hier. Hier soll ich geradeaus hoch. Ich denke mal, das wird der Aufstieg auf den Farnberg sein. So, hier kommt der Feuerwachturm am Farnberg. Wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht hoch. Da war ich schon oft genug oben. Hier war ich schon ein paar Mal, das ist aber schon länger her. Da ist echt wenig Wasser hier im Moor. So, die Halterner Straße habe ich überquert, gerade eben. Das heißt, so ganz weit ist es nicht mehr bis zu Hause. Und ich bin auch froh drum. Ja, reicht für heute. Endlich an der Römerstraße. Ja, so heißt der Weg hier. Bis hierhin sind ja damals auch die Römer gekommen. So, da vorne ist die Unterführung von der Eisenbahn. Wo ich heute Morgen schon war. Und ja, ich bin ganz schön geplättet. Bis jetzt habe ich 25 Kilometer. Von hier aus sind es, glaube ich, noch 2 bis zu Hause. Aber ich sag hier schon mal Tschüss. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Tschüss. Bis
zum nächsten Mal.